2021 ist ein Jahr, in dem sich gerade in der Bankenwelt eine ganze Menge geändert hat. Alle Bankfilialen in meinem Umkreis, wo ich immer Geld abgehoben habe, wurden in den letzten Wochen und Monaten komplett dicht gemacht. Häufig heißt es jetzt, entweder kontaktlos bezahlen oder im Supermarkt Geld abheben, wenn man nicht den Umweg über die Innenstadt nehmen will. Aber auch die Angebote der Filial- und Online-Banken haben sich geändert und sind in der Regel deutlich teurer geworden. Kurz bevor ich dieses Intro erstellt habe, kam von der DKB die Nachricht, dass sie das DKB-Cash-Angebot ab dem 1.12. nicht mehr anbieten. Statt der Girocard und der Kreditkarte gibt es dann nur noch eine Debit-Kreditkarte. Die normale Kreditkarte kostet dann 2,49 € im Monat. Die Comdirect führt das gleiche Prinzip schon zum 1.11. ein. Bestandskunden können aber hier und auch bei der DKB die Girocards vorerst noch weiter nutzen. Ja, und dann kamen auch noch die Strafzinsen in Höhe von 0,5% ab einem Volumen von 50.000 Euro bei fast allen Banken. Beim Postbank Tagesgeld sogar ab 25.000 Euro. Ab sofort lohnt sich tatsächlich ein noch genauerer Blick auf die kleinen Details bei Girokonten, Kreditkarten, aber auch Neobrokern. Deshalb kommt Ratgebern und Tests in dem Bereich eine noch größere Rolle zu. Gerade um die Unterschiede bei den kleinen Feinheiten zu entdecken. Und genau darum geht es auch in Folge 197. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute zum zweiten Mal Sarah Zinnecker zu Gast. Sarah ist Wirtschaftsjournalistin und schreibt über Verbraucherthemen, Geldanlage und Altersvorsorge. Mittlerweile arbeitet sie beim Forbes Advisor und testet viele Angebote aus dem Finanzbereich gründlich und ausführlich. Das ist dann heute auch das Thema im Finanzrocker Podcast. Wir sprechen über die Tests von Girokonten, Kreditkarten und Neobrokern. Darüber hinaus geht es aber auch um die Gründe für die Vergrößerung des DAX, die momentane Inflation und die Unterschiede der Börsenplätze. Du siehst, volles Programm bei den Themen. Bevor wir jetzt aber zum Interview gehen, wird dir diese Folge noch präsentiert von Quarter. Und momentan haben wir ja wieder Earnings Season, in der ganz viele Unternehmen ihre Quartalszahlen präsentieren. Und um da einen Überblick zu behalten, hilft dir mein heutiger Sponsor Quarter. Quarter ist eine schwedische App, die für sehr viel Mehrwert bei Einzelaktieninvestoren sorgen wird. In der letzten Woche haben wieder diverse Unternehmen aus meinem Portfolio ihre Quartalszahlen bekannt gegeben. Dazu gehörten unter anderem 3M, IBM, Unilever, Alphabet, Apple oder auch Danaher. Wenn ich jetzt nach jeder Verkündung der Quartalszahlen alle meine 45 Aktien im Portfolio auf den Investor Relations Webseiten der Unternehmen absurfen müsste, würde es einfach viel zu lange dauern. Zum Glück schafft die App Quarter hier Abhilfe und bietet Conference Calls, Investorenpräsentationen, Transkripte und Earnings Reports von Unternehmen aus mittlerweile sogar 15 unterschiedlichen Märkten. Ich habe mittlerweile alle 45 Aktien aus meinem Portfolio dort finden können und als Favoriten markiert. Sobald es neue Zahlen, Präsentationen oder Conference Calls der markierten Unternehmen gibt, bekomme ich eine Nachricht auf mein iPhone und meine Apple Watch und kann mir diese dann direkt über die App anhören oder anschauen. Und das Beste, Quarter ist komplett kostenlos und für iOS und Android verfügbar. Es gab jetzt ein umfassendes Update mit einigen neuen Funktionen. Du kannst beispielsweise jetzt auch auf die Conference Calls reagieren und auch das Menü ist noch deutlich anschaubar geworden und wesentlich aufgeräumter. Schau dir das doch mal genauer an. Quarter wird Q-U-A-R-T-R geschrieben, also ohne E. Die Links zur App und weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau doch dort mal vorbei und lade dir die App gleich zum Testen über den Google Play Store oder den Apple App Store herunter. Ja, und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Sarah. Auf geht's. Meine Leitung geht heute nach Fuerteventura zu Sarah Zinnecker. Sie war im Januar 2018 schon mal im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Damals haben wir einen Rundumschlag gemacht mit ganz vielen Themen. Das wollen wir heute auch machen, aber erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Sarah. Hallo Daniel, danke. Ich freue mich. Ich freue mich auch, aber erstmal vorab, was machst du denn auf den Kanaren? Ja, eigentlich bin ich jetzt tatsächlich mit Freunden hier. Das war schon länger geplant, aber dadurch, dass das Wetter jetzt auch letzte Woche in Deutschland gar nicht so gut mehr war, also jetzt zumindest diese Woche, was ich höre, nicht so gut ist, freue ich mich jetzt einfach, dass ich die richtige Woche erwischt habe und versuche mich jetzt auch mal mit quasi Homeoffice am Strand, ne? Oder mit Blick auf den Strand. Und es ist bisher auch ganz nett, muss ich sagen. Klappt ganz gut. Okay, na mich freut es auf jeden Fall, dass du trotzdem für das Interview zugesagt hast. Und ich bin auch sehr gespannt, was du erzählen
gehen wirst. Das letzte Mal haben wir Ende 2018 ein Interview geführt. Damals warst du bei Finanztipp, heute arbeitest du für Forbes. Magst du vielleicht kurz erklären, was hinter Forbes steckt? Ich glaube, viele kennen den Begriff gar nicht. Genau, also ich muss dich ganz kurz korrigieren. Es ist nicht Forbes wirklich, sondern die Marke heißt Forbes Advisor. Mhm. Das ist so ein bisschen wichtig, weil, also kann ich jetzt auch gleich gerne erklären, Forbes ist ja ein US-Medienunternehmen, muss man eigentlich sagen. Und manche in Deutschland kennen das sicherlich auch oder das bekomme ich immer wieder erzählt. Ne? Ach, da gibt es doch diese Liste der reichsten Menschen der Welt, ne? Diese Forbes-Liste. Ja. Daher kennt man das vielleicht. Aber das ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen und die haben eben verschiedene Sparten. Und diese Advisor-Sparte ist eigentlich die Verbrauchersparte. Also in den USA nennen die das Personal Finance. Das soll also alle Themen abdecken, die so rund ums Geld, was du eben im täglichen Leben immer so für Finanzentscheidungen treffen musst, eben angeht. Und diese Sparte haben sie jetzt quasi oder versuchen sie im Moment zu internationalisieren. Da gibt es jetzt schon Kollegen, die arbeiten aus London. Es gibt Kollegen in Indien und jetzt haben wir eben die Forbes Advisor Sparte auch seit letztem Jahr in Deutschland, also seit einem Jahr jetzt. Das heißt, wir machen eigentlich Verbraucherjournalismus und ja, gehen auf Ratgeber und Analysen, machen ja so Bestenlisten, Produktchecks, sowas. Und auch natürlich Hintergrundtexte, einfach diese Finanzwelt ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Und was ist deine Aufgabe bei Forbes Advisor? Genau, also ich, mein quasi Berufstitel wäre jetzt tatsächlich Redaktionsleiter. Das heißt eigentlich, dass ich jetzt im Moment damit beschäftigt war oder bin, die deutsche Internetseite aufzubauen. Ne, da gab es ja quasi gar nichts und jetzt haben wir da einfach da ein bisschen Leben eingehaucht, füllen diese Seite mit Inhalten, eben verbraucherrelevanten Inhalten. Aber die Leitung bedeutet halt auch, dass ich diesmal eben selber entscheiden kann, welche Themen sind denn jetzt wichtig. Also wir gucken natürlich auch, welche Themen suchen die Leute da draußen. Dann muss ich priorisieren, dann muss ich, weil wir ja so diese Produktanalysen auch machen, diese Analysen planen, das ist auch immer viel Arbeit. Die Daten, mal gucken, was brauchst du eigentlich für Daten? Dann musst du die Daten erheben. Dann musst du die Texte natürlich verteilen ans Team. Wir haben ein kleines Team an freien Mitarbeitern. Da musst du die auch betreuen. Also ich fühle mich manchmal auch so ein bisschen als jemand, der dann so ein bisschen diesen Datenjournalismus auch den jungen Journalisten beibringt. Das ist eigentlich auch ganz schön. Du musst Texte redigieren und du musst natürlich die Seite auch steuern. Das mache ich natürlich auch nicht alleine. Also ich habe ja meinen guten alten Kollegen auch von Finanztipp, Daniel, jetzt auch mit bei mir. Und wir beide machen das eigentlich. Ja, und dann als Leitung musst du natürlich auch, bist halt ja verantwortlich für auch den Erfolg, ne, der Seite. Also du hast halt Ziele, dann klar, musst du auch reporten in die USA in diesem Fall. Genau, und wir versuchen halt die Seite jetzt auch immer besser zu machen und dann auch sichtbarer zu werden. Genau. Wenn ich das noch kurz sagen darf, was ja wichtig ist, auch für alle, die uns vielleicht lesen wollen, wir arbeiten unabhängig. Also diese, wenn wir auch ja uns Produkte angucken auf dem Markt, dann probieren wir die, wenn es geht, auch immer selber aus sogar. Das ist so ein bisschen der Ansatz, dass wir wirklich auch gucken wollen, ich versetze mich jetzt rein in so einen Verbraucher und jetzt nicht nur so abstrakt irgendwie von, guck nicht so abstrakt von oben drauf. Und wir legen die Kriterien fest. Also wir gewichten die Kriterien, legen auch erst fest, was kommt da überhaupt rein in den Test, was gucken wir uns eigentlich an. Aber Finanztipp hat ja in einem ähnlichen Bereich gemacht. Inwiefern hat sich denn jetzt was geändert, wenn Amerikaner da oben drauf sitzen? Haben die eine andere Sicht der Dinge? Wie ist da die Zusammenarbeit? Nee, ach, was heißt Sicht der Dinge? Nee, also ich glaube so dieses, ne, wir schlagen ja alle da in dieselbe Richtung. Wir wollen ja eigentlich Aufklärung machen. Wir wollen einfach diese komplexen Themen übersetzen für die Menschen, damit die da irgendwie bessere oder ja, Entscheidungen treffen können und Gutes mit ihrem Geld tun und eben da auch nichts verschwenden oder verlieren. Das ist in Amerika ganz genauso. Also die haben da auch, die sind da auch sehr verbraucherorientiert. Was vielleicht interessant ist, Zusammenarbeit bedeutet eigentlich, wir stimmen uns eng ab, weil viele Themen, die hierzulande wichtig sind, ne, sind auch da drüben wichtig. Das heißt, man kann da richtig gut diskutieren. Man guckt auch ab und zu mal, wie unterscheiden sich so die Märkte. Man kann natürlich auf Wissen zurückgreifen. Also ich habe da viel Sparring, das ist ziemlich cool. Und dann kann man natürlich auch gemeinsam diskutieren, wie ziehst du so Analysen auf welche Punkte musst du wirklich achten. Also das ist im Grunde das, was uns da
auch vielleicht einen kleinen Vorteil bringt. Dann hast du natürlich Unterstützung. Also wir haben Leute, die für uns die IT machen, ne? Die sitzen irgendwie in den USA. Dann haben wir Leute, die für uns ein bisschen mit auf Google gucken. Also da kann ich quasi auf ein großes Team zurückgreifen. Das macht das Ganze manchmal ein bisschen leichter, ja, tatsächlich. Hm. Jetzt gibt's ja in Deutschland schon diverse Verbraucherportale, die dann auch alles testen. Wir wissen alle natürlich, die sind nicht alle immer so unabhängig, was so die Tests angeht, wenn man sich so Check24 anguckt. Da muss ich natürlich auch die Frage stellen, wie profitiert denn Forbes davon, dass ihr diese Tests macht? Ach so, ja. Also es ist ein bisschen die Frage jetzt zum Geschäftsmodell, ne, nehme ich an. Genau. Also lustigerweise ist es so, also wir sind jetzt halt ja dabei, die Seite aufzubauen und im Moment haben wir noch überhaupt keine Art von, ich sage jetzt mal, Monetarisierung dahinter. Also wir schreiben im Moment wirklich nur für die Leute. Das kann man natürlich etwas leichter machen, wenn da so ein Konzern dahinter steckt. Mittelfristig ist es natürlich schon gedacht, aber das machen auch andere Seiten, dass man eben empfiehlt, wenn die Sieger feststehen, dass man dann über die Affiliate-Links oder über die Vermarktung von Siegeln und so weiter dann mittelfristig auch Geld verdient. Aber so weit sind wir noch nicht. Das haben sie für Deutschland im Moment noch nicht ausgebaut. Da müsste jetzt auch erstmal dann natürlich ein Kollege vielleicht dazukommen, der diese ganze Vermarktung übernimmt. Wir haben auch noch kein PR-Team oder irgendwas in dem Sinne. Also wir machen noch keine Pressemitteilungen oder wir sind auch noch nicht groß in den Medien jetzt irgendwie, dass wir da zitiert werden. Das ist alles tatsächlich noch im Entstehen. Aber es soll dann in diese Richtung gehen, wie ich gerade gesagt habe. Genau, und unabhängig, das ist ja dann auch nochmal wichtig. Also das, ja, kann ich nur nochmal wiederholen. Also das ist wirklich so, die lassen uns da ganz, ganz viel Freiheit, sie vertrauen auf das, was wir glauben, was wichtig ist. Also natürlich muss ich meine Analysen, meine Kriterien abstimmen mit den Kollegen. Und wie ich ja schon gesagt habe, wir gucken halt wirklich, wenn es irgendwie geht, dass wir diese Produkte, also wir haben, später sprechen wir noch über den Broker-Test. Mhm. Ich habe dann halt überall Depots eröffnet. Ich gucke mir das halt dann wirklich an. Und das ist bei anderen Themen genauso, ob es jetzt ums Carsharing geht, ob es um, was weiß ich, Girokonten geht, Kreditkarten. Also soweit wir können, versuchen wir, das selber auszuprobieren. Und das finde ich halt das Tolle, dass da jetzt quasi, dass wir diesen Entscheidungsspielraum haben und da wirklich auch Akzente setzen können. Oder wir wollen ganz speziell darauf gucken, wie ist die Usability, wie ist die User Experience? Also kann man sich intuitiv durch dieses Angebot irgendwie durchklicken oder ist das alles logisch aufgebaut? Einfach zu verstehen, wie viele Informationen werden auch bereitgestellt. Und das ist neu und das kommt auch, das ist der Impuls, der so ein bisschen aus den USA auch kommt, dass du wirklich guckst, also die nennen das in den USA Educational Content, ja, wird auch wirklich erklärt. Wie kann ich eine Order ausführen? Was ist irgendwie eine Limit-Order? Gibt es vielleicht ein Tutorial? Gibt es ein Video dazu? Oder gibt es zumindest eine Stichwortliste? Also irgendeine Art und Weise, wie dann näher erklärt wird, wie das Produkt funktioniert. Das kann ich zum Beispiel sagen, das haben wir in der Vergangenheit so eigentlich nie mit einbezogen. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, dass wir das jetzt halt mit reinnehmen können in die Analysen. Aber machen das jetzt nicht gerade viele Finanz-YouTuber? Die zeigen ja auch immer, wie das alles funktioniert und testen es ja so dann auch, ne? Mit dem gleichen Hintergrund. Am Ende steht der Affiliate-Link. Das stimmt, klar. Du kannst ja gerne auch ein YouTube-Video angucken, aber ich meine nur, dass das in unsere Analyse einfließt. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Test mache oder eine Analyse, dann habe ich halt jetzt nicht immer nur die Gebühren und vielleicht, weiß ich nicht, die Funktionalitäten von einem Produkt, sondern ich kann auch zu 10% oder 15% oder sogar 20% einfließen lassen. Habe ich genügend FAQs auf der Seite? Ja, habe ich eben die Tutorials auf der Seite? Und klar, okay, du meinst jetzt, du kannst dann auch woanders quasi das erklären, genau. Also den Erklärinhalt holen, kannst du, klar. Aber wenn du natürlich auf der Seite sowieso schon unterwegs bist und willst jetzt speziell irgendwie wissen, weißt du, dann klickst du dich ja auch durch die Seite. Dann will ich halt auch sagen, ich will auch sehen, dass der Anbieter sich bemüht, es bereitzustellen, ja. Weil der Anbieter kann sich ja nicht darauf verlassen, dass irgendein anderer das dann schon aufgreift und für ihn ausprobiert. Ich finde, man kann das von einem Anbieter, dem Transparenz wichtig ist, verlangen, dass der sowas auf der Seite auch darstellt, ja. Na, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da gleich noch erzählen wirst. Lass uns mal mit dem Thema anfangen, was die deutschen Börsen im September beschäftigt hat, nämlich die Vergrößerung des DAX. Im September wurde der DAX von 30 auf 40 Unternehmen vergrößert und neu ausgerichtet. Das ist auch ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast für die Forbes Advisor Seite. Warum war denn diese Änderung im DAX überhaupt nötig? Ja, genau. Also das war ja ein richtig großes Ding, ne? Also über 30 Jahre gibt es den DAX schon und immer nur mit 30 Werten. Der hat ja auch, ich glaube, 80% des Börsenwerts deutscher Unternehmen ausgemacht. Also die deutsche Wirtschaft richtig gut repräsentiert.
Und dann fragt man sich ja schon, ja, was soll das jetzt eigentlich, ne? Und dann habe ich wirklich da mal wieder, also bin ich rein, ich habe quer gelesen, habe nicht so wirklich gefunden, was steckt dahinter. Dann bin ich wirklich, habe gesprochen mit dem Andreas von Brevern von der Deutschen Börse, der mir das alles mal ein bisschen aufgeschlüsselt hat. Also Auslöser für dieses, ich würde jetzt fast mal sagen, Facelifting sogar, ne? Also das neue Gesicht des DAX nach außen oder so ein Neustart nach außen war eigentlich der Skandal um Wirecard, also diesen Zahlungsdienste-Anbieter. Das war im Sommer 2020. Das haben ja viele auch vielleicht von euch Hörern sicherlich mitbekommen. Ne? Da gab es ja dann den Betrug, also ging es um Gelder auf Konten, die nicht existiert haben. Das Unternehmen musste dann Insolvenz anmelden und der Börsenkurs ist innerhalb von weniger Tage also richtig, richtig abgestürzt. Und das war im Juni 2020 so. Und dann ist jetzt, hast du da im DAX ein Unternehmen, was gerade insolvent wurde, auch noch mit Betrugsvorwürfen und möchtest das ja als quasi DAX, als Marke, ne, Indexanbieter DAX, eigentlich nicht da drin haben mehr. Aber dein Regelwerk, also deine Vorgaben, wie du den, ne, den Index zusammenstellst, hat so einen Fall halt nicht drin. Also es ist einfach nicht vorgesehen und du kannst eigentlich nicht handeln, weil du gar nicht die Basis dafür hast, also ne, die Regeln dafür. Was dann dazu geführt hat, dass es irgendwie zu, naja, dass Marktteilnehmer, also so eine Marktkonsultation, nennen die das, stattgefunden hat. Also sowohl DAX-Unternehmen oder überhaupt Wirtschaftsunternehmen als auch Teilnehmer der Börse oder Vertreter der Börse und auch Anleger haben sich halt zusammengeschlossen, haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Und haben dann also festgelegt, eigentlich dieses Regelwerk anzupassen und zu ändern. Und mittlerweile gibt es jetzt also eine neu formulierte Insolvenzregel, hat mir Herr von Brevern erzählt, die jetzt also vorsieht, dass man jetzt ein insolventes Unternehmen immer innerhalb von 2 Tagen aus dem DAX nehmen kann. Und ansonsten war es halt so, man musste warten bis zur nächsten regelmäßigen Überprüfung. Das wäre dann eben erst im September gewesen, ja. Und dann hat man das aber angepasst. Letztlich hat es dann aber auch noch bis Ende August gedauert, bis das Unternehmen dann tatsächlich rausgeflogen ist aus dem DAX. Genau. Und dann hatte man ja sowieso schon diese Marktkonsultation dann durchgeführt und hat sich dann überlegt, also jetzt, will jetzt nicht sagen, das Image war angeknackst, aber dann hat man das halt zum Anlass genommen, das ganze Regelwerk sich mal anzugucken. Und dabei hat man auch festgestellt, dass eben ja der DAX, also der Indexanbieter vom DAX heißt Qontigo, dass eigentlich viele Befugnisse gar nicht direkt bei denen lagen, sondern teilweise auch bei der Börse selber noch. Und dann hat man also versucht, so diese ganzen Transparenzvorschriften zum Beispiel alle jetzt ins DAX-Regelwerk zu integrieren und nicht so quasi beiseite zu lassen. Man sagt immer, oder mir wurde gesagt, ne, damit die in Zukunft auch schneller reagieren können, wenn mal wieder ja, so ein Fall passiert. Ja, und ich glaube, dass man jetzt auch noch aufgestockt hat, scheint mir eher so eine Sache von ja, vielleicht ist es so ein bisschen Marketing, also sag ich jetzt, das ist meine Meinung, zu sein. Ich meine, das ist natürlich für ein Unternehmen immer toll, wenn es sagen kann, ich bin jetzt im DAX vertreten, ja, ich gehöre jetzt zu den 40 größten Unternehmen Deutschlands. Natürlich dann auch von Seiten der Investoren viel mehr Aufmerksamkeit. Also wer jetzt ein DAX-ETF hält im Portfolio, hat jetzt automatisch 10 Titel mehr drin. Das heißt, die haben jetzt dann wahrscheinlich auch einen ganz anderen Handelsumsatz als vorher. Genau, und können sich jetzt eben damit so ein bisschen schmücken. Also ich würde sagen, beide Gründe. Facelifting, aber so ein bisschen Marketinggründe sind sicherlich auch dabei gewesen. Ja, und der MDAX, der wurde ja im Zuge dieser Neuaufstellung des DAX auch geändert, also 10 Unternehmen weniger, jetzt sind es nur noch 50 statt 60 und Genau. im DAX sind jetzt 40 statt 30. Jetzt sind ja einige Unternehmen neu dazugekommen. Was Ja. würdest du denn sagen, welchen Einfluss haben diese neuen Unternehmen denn auf die Marktkapitalisierung im DAX? Hat es eine große Auswirkung oder ist die eher gering? Naja, das kannst du dir ja letztlich angucken. Also das ist ja noch, das nehme ich mal vorweg, eine der Neuerungen ist ja, dass jetzt die Unternehmen gelistet, also die Reihenfolge der Unternehmen ist ja jetzt nur noch nach Börsenwert der frei verfügbaren Aktien oder frei handelbaren Aktien, Ja. nicht mehr noch nach Handelsumsatz. Das heißt, ein Börsenwert ist ja immer die Anzahl der Aktien an der Börse, eben die frei handelbar sind, multipliziert mit dem aktuellen Kurs. Das ist dann der Börsenwert des Unternehmens. Und der ist jetzt allein verantwortlich für die Rangfolge des DAXes, ja. Das heißt, ob jetzt ein Unternehmen viel gehandelt wird, spielt keine Rolle mehr. Das bedeutet, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, ein Prestigeunternehmen, was halt vielleicht viele Investoren hat, die einfach die Titel eher halten,
weil sie es halt gut finden, dann ist das jetzt quasi kein Nachteil mehr. Und was eben passiert ist, dass eben Airbus zum Beispiel, die sind jetzt halt drin, die sind am höchsten eingestiegen auf Platz 5. Also wir haben quasi direkt jetzt die Top 10 des DAX ein bisschen aufgemischt. Aber fairerweise muss man sagen, die anderen Unternehmen, die anderen neuen, die da jetzt noch reingekommen sind, das geht dann weiter mit Zalando, Siemens Health, HelloFresh, die sind alle so Platz 23, 25, 26, 27, sowas. Porsche ist irgendwie 31, das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe. Es ändert sich ja auch quasi jeden Tag, weil es hängt ja davon ab, wie hoch der Kurs ist. Aber so, also ich sag mal, die Top 10 sind schon noch sehr, ne, geprägt von den Unternehmen, die da auch vorher schon drin waren, mit Ausnahme von Airbus. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil gerade solche Unternehmen wie HelloFresh, da muss man sich tatsächlich erstmal beweisen, dass man da auch hingehört, weil das Unternehmen macht ja eigentlich keine großen Gewinne und ist ja bei Zalando ähnlich und die müssen sich erst entwickeln und ich bin sehr gespannt. Ja, klar, das stimmt. Aber was ja auch neu jetzt dazu kam, ist, dass man ja jetzt auch viermal im Jahr auch die regelmäßige Überprüfung macht. Das heißt, alle 3 Monate wird überprüft, ob nicht, ne, ob die quasi ihren Anspruch auch wirklich halten können. Und theoretisch können sie auch alle 3 Monate müssen sie sich beweisen, wie du sagst. Und wenn dann jemand eben vorbeizieht, dann geht das jetzt ein Ticken auch schneller, eventuell dann auch neu reinzukommen. Oder es wird einfach öfter überprüft, ja. Ein anderes Thema jetzt im September, Oktober ist natürlich die Inflation und auch die Negativzinsen. Was würdest du denn sagen, was steckt denn dahinter, dass die Inflation gerade in den letzten Monaten so extrem nach oben gegangen ist? Ja, das ist total interessant und egal, wo du gerade hinguckst, überall liest du darüber, ne? Also ja, man sagt übrigens auch die EZB, dass wir jetzt diese Inflation spüren, liegt eigentlich daran, dass eben während Corona die Preise teilweise ja auch gesunken sind. Und was jetzt passiert, sei also nur eine Reaktion oder eine Art Ausgleichsbewegung auf diese vorher zurückgegangenen Preise. Das haben wir gesehen, zum Beispiel, klar, bei den Konsumgütern. Das haben wir aber auch gesehen bei Baustoffen und jetzt auch bei Energie, ne? Also auch Energiekosten sind ja zuletzt wieder gestiegen und die fließen ja alle in diese Inflationsberechnung mit rein. Und die EZB sagt jetzt erstmal keine Panik, wir machen jetzt erstmal nichts und wir glauben halt nicht, dass diese hohen Inflationswerte wirklich nachhaltig sind. Und darüber lässt sich eben streiten. Also wenn man das sich so anguckt, auch die Wissenschaftler des Landes, die Wirtschaftsweisen, ne, sagen, ja, ist das wirklich so oder haben wir es jetzt eigentlich damit zu tun, dass die Zeiten der niedrigen Inflation wirklich vorbei sind? Also da muss man jetzt erstmal weitersehen. Aber wenn ich jetzt mit der EZB gehe, sagen die jetzt erstmal keine Panik, ist alles jetzt nicht nachhaltig und wir warten erstmal ab. Ja, aber das ist natürlich so ein Zwiespalt. Ne? Auf der einen Seite steigen die Benzinpreise, die Heizkosten, die Kosten für Geräte mit irgendwelchen Chips, das wird ja alles teurer. Und auf der anderen Seite bekomme ich für mein Geld halt keine Zinsen mehr. Und das führt dazu, dass beispielsweise die Banken jetzt dann auch Strafzinsen verlangen. Und das sind ja nicht nur die großen Banken oder die teuren Banken, sondern es sind vor allem auch Online-Banken. Und da habe ich dann natürlich ein Problem, dass ich überall jetzt draufzahlen muss als Verbraucher. Das ist interessant. Also du meinst, dass quasi Girokonten, die Negativzinsen bei Girokonten, meinst du? Genau, diese sogenannten Ja. Strafzinsen, ne? Strafzinsen. Ja, ich habe das auch gesehen in unserem Girokonten in der Analyse, aber soweit ich mich erinnere, war das ja doch nur für doch höhere Beträge, ne? Also was heißt höhere Genau. Beträge? Ich glaube, ab 50.000 geht es mittlerweile los. Ja, ab 50.000, aber zum Beispiel bei der Postbank ist es so, da zahlst du ab 25.000 Euro Tagesgeld auch schon mal was. Und wenn du jetzt selbstständig bist und du hast dann ein Girokonto, wo du dann eben auch Geld vorhalten musst, falls mal schwächere Monate kommen oder nochmal irgendwie so ein Corona-Lockdown, dann wird es natürlich schwierig. Dann zahlst du ja für das Geld, was du bunkerst, dann Strafzinsen. Ja, aber da würde ich auch immer noch sagen, es gibt auch noch genügend Banken, die das eben nicht machen, die sich irgendwie in ihrem Geschäft noch so, also einfach ein gutes Geschäftsmodell haben oder sich irgendwie entsprechend also gut wirtschaften, dass sie sagen, wir können das auch ohne Strafzinsen anbieten. Und da bin ich dann eben wieder dabei zu sagen, naja, dann Wettbewerb belebt das Geschäft. Also dann müssen die Leute halt wechseln zur Not, ne? Also
Ich denke, wir haben immer noch Ausweichmöglichkeiten. Aber natürlich, du hast recht, das spitzt sich alles zu. Weil wenn du nochmal zur EZB zurückkommst, natürlich haben die jetzt einen Druck zu handeln. Aber was würde denn passieren, wenn sie dann die Zinsen erhöhen? Also das erschüttert ja dann auch wieder andere Bereiche. Ne? Dann wissen wir nicht, was am Aktienmarkt zum Beispiel abgeht, wenn das passiert. Dann haben wir diese ganze Debatte rund um die Staatsschulden. Ja, was machen? Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein unausgesprochener Vorwurf. Ich habe mal die Metapher gehört von auch einem Wirtschaftsprofessor, der meinte, naja, die sind jetzt abgehoben wie mit so einem Flugzeug, haben die Zinsen quasi gesenkt und jetzt fliegen sie so auf diesem niedrigen Zinsniveau. Ja? Und eigentlich, wenn du das jetzt wieder erhöhen würdest, was passieren würde, wäre, der Flieger landet nicht sanft, der würde auf jeden Fall crashen. Ja, also wir haben ja damals, die Niedrigzinsen kamen ja auch aus dieser Idee heraus, auch von Draghi damals, also Griechenland war ja quasi de facto pleite und die Risikoaufschläge auf diese Staatsanleihen, also auf die quasi Staatsfinanzierung waren so hoch, dass sie eigentlich also vor der Pleite standen. Und was wäre passiert, wenn dieses Land pleite gegangen wäre? Ne? Dann wäre, damals war ja diese Furcht, ja dann bricht der Euro auseinander. Und ich glaube weiterhin, dass die EZB, also ich glaube an das, was der Draghi gesagt hat, ne? Also whatever it takes, das wird nicht passieren. Ich weiß nicht, was sie sich einfallen lassen, aber bevor die diesen Euro riskieren und dass uns da alles um die Ohren fliegt, werden die irgendwas sich einfallen lassen müssen. Und sei es nur, dass man zum Beispiel dieses Inflationsziel, ist ja bei uns, bei der EZB, der alleinige Statut, ne? Bei der FED hast du ja noch andere Kriterien, das sind glaube ich doch 4, also unter anderem mit auch die Arbeitslosigkeit zum Beispiel, dass man das vielleicht breiter aufstellen muss, ja, dass man sagt, man guckt jetzt nicht nur, die Zinspolitik hängt nicht nur an der Inflationsrate. Also ich bin gespannt. Aber ich möchte tatsächlich jetzt gerade auch nicht in den Schuhen von Frau Lagarde stecken, also ich, ja, genau, es ist echt vertrackt. Ja. Ja, naja, vor allen Dingen, das Problem hierzulande ist ja einfach, dass viele Menschen nicht auf die Aktienmärkte setzen. Und das heißt, sie kämpfen auf der einen Seite natürlich mit der Inflation, auf der anderen Seite kämpfen sie mit den nicht vorhandenen Zinsen für Tages- oder Festgeld. Und dann geht es natürlich wieder darum, jetzt muss ich wahrscheinlich für mein Konto noch Geld bezahlen, alles wird teurer und wie soll ich das alles finanzieren? Und das ist schon hart, also für viele Menschen in Deutschland. Ja, das ist total hart, das verstehe ich auch. Aber gut, die Zeiten, was soll ich da, ne? Die Zeiten irgendwie ändern sich und wir wissen ja, wir haben das ja auch jetzt untersucht, also nicht wir, sondern Mann, also dass man ja langfristig durchaus mit Aktien, wenn man es richtig angeht, ne, wenn man jetzt nicht auf einen Wert setzt, das wissen wir ja, sondern breit streut und so weiter über die Jahre und sich dann schlafen legt und dann irgendwann nach 30 Jahren wieder. Wenn man das so macht, dann hat man ja eigentlich Teil am Wirtschaftswachstum der Welt. Und wenn ich jetzt irgendwie daran glaube, dass die Weltwirtschaft schon wachsen wird, weil es immer wieder Innovation gibt und diesen Anreiz, neue Technologien zu entwickeln und so weiter, dann wird sich langfristig das Vermögen nach oben entwickeln müssen. Und dann muss man das diesen, ich verstehe ja, wenn jemand also Vorbehalte hat und ich weiß auch, dass aus der Vergangenheit natürlich Geschichten bekannt wurden, wo das alles nicht gut gelaufen ist, aber da müssen wir jetzt auch irgendwie einen Schritt nach vorne gehen. Da müssen wir jetzt auch irgendwie drüber wegkommen. Und ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie du das wahrnimmst, Daniel, aber jetzt so die Generation, ja, vielleicht eher so jetzt unser Alter, die machen das doch jetzt auch. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich was ändert. Ja, wir sprechen ja später noch über die Broker, ne? Aber es wird ja jetzt auch immer einfacher und immer günstiger und billiger. Also man hat ja jetzt teilweise schon fast keine Ausrede mehr, es noch nicht zu machen. Genau. Ja, bevor wir zu dem Broker kommen, lass uns doch nochmal über die Girokonten sprechen. Ich habe sie ja eben schon mal erwähnt. Jetzt mal abgesehen von den Strafzinsen ist es ja auch so, dass viele Angebote der Banken Geld kosten, einfach weil die Banken das nicht mehr finanzieren können. Also mir ist es jetzt in den letzten Monaten extrem aufgefallen. Hier haben sie alle Banken im Umkreis dicht gemacht. Also hier ist nur noch eine Filiale der Commerzbank statt drei vorher und statt drei Filialen der Deutschen Bank ist auch nur noch eine. Und das heißt, ich muss weite Wege gehen, wenn ich dann tatsächlich in die Bank will, wenn ich Geld abheben will. Und auch bei den Online-Banken wird das teurer und teilweise das Angebot eingeschränkt. Ihr habt jetzt einen Test gemacht und wie ist dieser Test ausgefallen und nach welchen Kriterien habt ihr da festgelegt, was ist jetzt ein gutes Angebot einer Bank, Online-Bank und welches nicht? Genau, also wir haben auf jeden Fall ein Grundkriterium, ist immer die kostenlose Kontoführung. Also und es gibt noch Banken mit kostenloser Kontoführung. Solange es die noch gibt, muss man eben dann auch als Verbraucher gucken, kann ich mich damit irgendwie zurechtfinden, auch wenn es zum Beispiel jetzt eine Online-Bank ist, wenn es keine Filialbank ist.
Ich bin eigentlich persönlich der Meinung, dass auch die Direktbanken einen guten Service haben und dass du ja teilweise kriegst du dann Karten, wo du auch an allen möglichen Geldautomaten abheben kannst, selbst an diesen von diesen unabhängigen Betreibern kostenlos abheben kannst. Also die Gründe, in die Filiale zu gehen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, werden ja auch irgendwie weniger, ja. Also vielleicht kann man sich auch damit anfreunden, mit dem Gedanken eben. Und das heißt ja dann auch bei der Direktbank nicht, dass du nicht einen Kunden, einen Ansprechpartner hast. Also wenn du mal, ich weiß, ich bin bei der Comdirect seit Jahren, also das ist Ich keine auch. Werbung jetzt, aber Na, ich auch. Aber ich bin auch absolut überzeugt. ja, ne? Wenn du Ja. mal bei denen anrufst, die können ja, also die sind ja kompetente Leute da. Und ich glaube, du kannst sogar einen Videocall vereinbaren. Du kannst halt einfach nicht in die Filiale gehen, ja. Aber ja, die Frage war jetzt ein Test. Genau, also die kostenlose Kontoführung ist ein hartes Kriterium. Aber was wir jetzt tatsächlich auch in dem Sinne ein Zugeständnis machen mussten, oft geknüpft an einen Gehaltseingang, ne? Also die wollen eben, dass du das Konto wirklich auch monatlich, dass da Geld drauf kommt, dass du das eben auch nutzt und dass es einfach nicht so ein totes Zweitkonto ist, was da irgendwo noch mit eröffnet wird. Gut, aus Sicht der Banken kann ich das jetzt irgendwie auch verstehen. Und ich finde auch, dass immer die Beträge, die da aufgerufen werden, weil meistens so 700 € pro Monat, dass das Ganze kostenlos ist, das kriegt man ja auch hin, teilweise als Berufseinsteiger. Und oft sind die Konten ja tatsächlich bis 25 kostenlos. Ne? Das kommt ja dann wirklich erst, wenn man sagen kann, erst so Mitte 20 hast du vielleicht dann mal 700 €, die da im Monat eingehen. Also finde ich jetzt in Ordnung. Ja, also ja, haben wir uns die angeguckt mit kostenloser Kontoführung. Und dann haben wir natürlich noch andere Kriterien mit einbezogen. Immer natürlich die Gebühren, ja klar. Also Geld abheben, was kostet es, Geld abzuheben in Deutschland, im Ausland, im Euro-Ausland und im Nicht-Euro-Ausland. Dann, was kriegst du für Karten dazu? Kriegst du noch eine Girocard? Das ist total spannend. Oder kriegst du eigentlich nur noch eine Kreditkarte? Ja, da gibt es ja auch schon die ersten, die dann sagen, die Girocard wird eigentlich, also die ehemalige EC-Karte, ne, wird eigentlich gar nicht mehr mit ausgegeben. Finden wir problematisch, weil in Deutschland du ja tatsächlich teilweise die Girocard brauchst. Da hast du dann die Wahl Girocard oder Bar. Also das ist Daniel neulich passiert, der wollte sein Auto reparieren lassen in einer, jetzt nicht nur so einer Hinterhofwerkstatt, sondern schon einer Werkstatt. Die haben dann halt nur EC, also Girokarte akzeptiert und er hat aber keine. Deswegen muss er dann Bar bezahlen. Also irgendwelche über 1.000 €. Genau, also Girocard ist die dabei, ist eine Frage. Dann auch Kreditkarten. Welche Art von Kreditkarte kriegst du kostenlos dazu? Ja, ist das eine Debitkarte, die, wo also das fortbelastet wird deinem Girokonto? Ist das vielleicht eine Chargekarte, wo du sagst, das wird gesammelt und erst am Monatsende abgebucht? Genau, das haben wir uns angeguckt. Wir haben uns auch angeguckt, wie die Dispozinsen sind, ne, ob die App gut ist, App-Bewertungen und auch eben Kundenservice. Wie sind die erreichbar? Das war so ganz grob der Rahmen. Und die Comdirect ist ganz knapp vorne jetzt im Vergleich gewesen, kurz vor der DKB. Und dann kommen noch, was kommt dann? Norris Norris Bank, Bank, Commerce ne? Bank, ING und dann noch N26 für die, die halt ja, so digital affin sind, sage ich jetzt mal, und eben auch vielleicht international, also Leute, die kein Deutsch sprechen, das ist ja auch wichtig eigentlich, weil die haben zumindest auch Support und auch die ganze Seite alles auf Englisch. Kann ja für manchen vielleicht auch ein Thema sein. Ja, ich habe den Test jetzt hier auch gerade vor mir liegen und ich sehe gerade bei der Consorsbank kostet beispielsweise die EC-Karte, also die Girocard, 12 € im Jahr. N26, da gibt es gar keine EC-Karte dazu, also gar keine Girocard. Genau. Das Problem, Das habe ich gerade das gibt es ja gemeint, schon länger. Es gab, ich glaube 2016 habe ich mal eine Girocard bekommen, aber die ist auch schon lange nicht mehr gültig und dann kannst du halt, wie du eben gesagt hast, in bestimmten Geschäften nicht mehr bezahlen. genau. Also ich verstehe das aus Sicht der Bank schon, dass sie das konzentrieren wollen auf eine Karte irgendwie. Ist ja auch eigentlich für den Verbraucher ganz gut, wenn er jetzt keine drei Karten hat. Auch diese ganzen Geschichten mit Abheben an Fremdautomaten geht ja normalerweise mit der Girokarte nicht kostenlos, aber mit der Kreditkarte schon. Da hat ja der Kunde sogar auch Vorteile, ja, wenn er die Debitkarte hat. Außerdem kann er sie fürs Online-Shopping verwenden und einfach als Kreditkarte ja auch wirklich einsetzen. Es gibt schon viele Vorteile. Aber eben in Deutschland eben dieses, ne, wir kommen ja ein bisschen doch ein Land des Bargelds immer noch und teilweise wundert man sich, aber dann ist es halt alles noch nicht so digital, dass da vielleicht sogar die Banken ein bisschen ihrer Zeit voraus sind. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Also das muss man sich wirklich gut überlegen, ob man das möchte, dass eben die Girocard fehlt.
Ja, und zum Beispiel N26 ist ja jetzt bei euch im Test auf dem letzten Platz gelandet. Und da ist es beispielsweise so, das war ja die ganze Zeit kostenlos. Ich bin jetzt seit über 6 Jahren Kunde bei N26 und bin auch wirklich begeistert. Aber man hat sukzessive das Angebot eingeschränkt. Also ein Beispiel, die haben im März die kostenlosen Spaces abgeschafft. Die kriegst du nur noch bei einem kostenpflichtigen Konto. Und das sind so Sachen, die stoßen mir dann persönlich sauer auf, weil letztendlich die Spaces sind eine schöne Sache. Und ich habe ja zum Beispiel bei der Comdirect auch ein kostenloses Tagesgeldkonto. Warum soll ich jetzt bei N26 dafür zahlen? Nee, das ist natürlich klar. Aber das ist halt schwierig. Klar kannst du jetzt über die Zeit tracken und dann könnte man sowas in so einer Analyse auch abwerten. Aber wir haben uns halt einfach die Kernfunktionen angeguckt, ne? Ja. Und aber klar, sie landen ja auch nicht ganz oben, siehst du ja. Also es spiegelt sich schon wieder. Das muss man halt abwägen. Ja. Also klar, aber ich verstehe, dass du da frustriert bist. Klar. Aber man hat, glaube ich, auch mittlerweile, wenn man das Konto eröffnet bei N26, na, dann gehen die direkt auf dieses eine kostenpflichtige Modell und du musst das erst umstellen. Also es ist gar nicht so transparent, dass man das sofort sieht. Es gibt auch noch ein kostenloses. Ne? Klar, die versuchen, ja, versuchen natürlich auch das andere Modell eher durchzusetzen. Ja, auch die müssen Geld verdienen, ne? Ja, die müssen irgendwie tatsächlich auch Geld verdienen. Genau. Ja, ich kann das ja auch alles nachvollziehen, aber man muss tatsächlich dann auch schauen, wie ist dann auch die Konkurrenz. Und ich meine, ich bin bei Comdirect, DKB und N26 mit Girokonten und also DKB und Comdirect sind wirklich deutlich vor N26, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also es ist Ja. ähnlich wie bei euch im Test. Und das sage ich jetzt als Genau. langjähriger Kunde von diesen Banken. Genau. Also, wie gesagt, aber da, ne, auch so, zum Beispiel Daniel, ich denke, ich hoffe, ich kann jetzt für ihn sprechen. Er ist auch bei N26 auch schon seit Jahren. Er ist einfach happy, weil er ist halt so ein totaler, der ist halt so richtig digital. Daniel macht alles mit dem Handy. Also, ich habe mittlerweile schon mehr, aber er ist wirklich so und er fand das einfach von vornherein super, auch dieses User Interface und so. Das ist halt einfach schön, ja. Es macht halt mehr Spaß. Das kann ja auch ein Grund sein, Ja, ne? absolut. Und dann kannst du ja im Zweifel, ich meine, du hast jetzt drei Girokonten, das finde ich jetzt ein bisschen viel. Ich weiß nicht, wofür du die nutzt, aber Hat alles seinen Sinn und Zweck, hat aber alles als einen Grund. Selbstständiger musst du ja eh nochmal ein bisschen anders handhaben Stimmt, als andere. richtig, das Und ist wahr. also ich habe für alles tatsächlich den Verwendungszweck. Ist nicht so, dass das jetzt einfach nur so rumliegt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch testen, weil wenn ich darüber berichte und auch Artikel Klar. schreibe, dann muss ich natürlich wissen, worüber ich schreibe, ne? Weil sonst macht es keinen Sinn. Siehste, Das ist ja bei da euch hast du wieder das ähnlich. Argument, ne? Ja, genau. Sehr gut, genau. Ja, ich versuche dann immer nur meinen engen Freundeskreis und Kollegenkreis so zu halten, dass jeder irgendwo ein Konto hat, weißt du, dann kann man das auch ganz gut immer austesten. Geht. Ja, du hast auch einen Test mit Kreditkarten gemacht. Du hast eben die Begriffe schon mal erwähnt. Magst du sie vielleicht nochmal kurz vorstellen? Also, wo liegen denn die konkreten Unterschiede zwischen einer Revolving-Karte, einer Debit-Karte und einer Charge-Kreditkarte? Ja, also vielleicht von der Reihenfolge her, die Debit ist eigentlich die einfachste Kreditkarte. Also du kannst sie immer einsetzen wie eine Kreditkarte. Ich sage immer, du kannst halt damit online irgendwas kaufen, kannst einen Flug buchen oder kannst irgendwie online shoppen machen. Kannst ja mit einer EC-Karte nicht, ne? Also klar kannst du dann eine Lastschrift machen, aber nicht in dem Sinne. Genau, also die Debit ist die einfachste. Also was du mit der Debitkarte bezahlst, wird sofort von deinem Girokonto abgebucht. Du siehst das auch sofort, also in der App oder so. Da hast du überhaupt kein Zahlungsziel, eigentlich in dem Sinne überhaupt keinen Kredit. Deswegen ist es auch zum Beispiel auch wieder für meine Kollegen in den USA total unverständlich, warum wir in Deutschland dazu Kreditkarte haben, weil es ist eigentlich keine. Und viele Leute schätzen das aber, habe ich auch erfahren in Gesprächen, weil du halt sofort siehst, was auf deinem Konto los ist. Also da musst du keine Angst haben, dass du irgendwie Ausgaben vergisst, die dann irgendwann erst später abgebucht werden, sondern du weißt einfach immer ganz genau, wie viel Geld du hast. Und das, glaube ich, finden viele Leute gut. Die Debit hat aber naja, das Problem ein bisschen, dass sie also jetzt nicht überall funktioniert, also meistens schon, aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand wie ich gerne und viel reist und dann ab und zu dann doch den Mietwagen buchen will, gibt es halt Mietwagenfirmen, die akzeptieren die nicht, sondern die wollen eine Karte, die eben wirklich eine Kreditlinie auch bietet, auch wenn die dann vielleicht nur einen Monat lang ist, also dass quasi am Monatsende irgendwie abgerechnet wird. Die wollen dann diese sogenannte Charge-Card, also die sammelt eben die Ausgaben über eine gewisse Zeit und dann wird irgendwie abgebucht, einmal gesammelt. Genau, also das sind so in Deutschland die gängigen Karten. Also ich habe den Eindruck, dass die Debit sich jetzt so ein bisschen durchsetzt, dass die Charge mal
mehr verbreitet war, jetzt ein bisschen weniger als zum Beispiel, weil du sagst, alles wird teurer auch bei den Girokonten. Früher gab es zum Beispiel die Chargekarte bei der Comdirect kostenlos dazu. Jetzt kostet sie irgendwie, ich glaube, für Neukunden irgendwas 2 Euro im Monat oder ja, 1,90. Und die DKB, soweit ich weiß, überlegt ja auch, die Chargekarte jetzt durch eine Debit zu ersetzen. Ich weiß nicht, wie weit sie jetzt damit sind, aber habe ich zumindest gehört. Ja, und dann haben wir noch die Revolving-Karte. Auf Deutsch sagst du dann immer, das ist die Kreditkarte mit Teilzahlungsfunktion. Die ist ein bisschen tricky. Es ist eigentlich eher für Profis. Also das ist eigentlich die echte Kreditkarte, in Anführungszeichen echte, so wie sie zum Beispiel auch in den USA eigentlich verwendet wird. Das heißt, du nimmst wirklich einen Kredit in Anspruch die ganze Zeit und du zahlst einfach immer nur eine gewisse kleine Rate, vielleicht 3 oder 5 oder 10% monatlich zurück, hast aber eigentlich, also konsumierst permanent auf Pump und zahlst darauf dann auch immer entsprechend, also hohe Kreditzinsen tatsächlich. Mhm. Also anstatt, dass du die dann halt tilgst, ne, deine Schulden tilgst, zahlst du halt dann deine Zinsen, weil das, naja, dann halt weniger ist als deine Schuld, aber über die Jahre, also kann sich dann natürlich auch viel, können sich viele Schulden ja aufbauen und insofern kann das auch gefährlich sein. Ne? Und wir Deutschen sind doch eher immer bemüht, uns nicht zu verschulden, würde ich jetzt mal so ganz, ne, ganz generell mal sagen. Und deswegen ist uns diese Art der Nutzung der Kreditkarte eigentlich wahrscheinlich eher fremd. Gleichwohl gibt es halt auch Anbieter, die dann meistens eben nicht irgendwelche Banken sind, wo du auch ein Girokonto hast, sondern eben eigene Anbieter, die eben diese Teilzahlungsfunktionskarten anbieten. Und die haben halt auch eigentlich ganz gute Features. Also die sind, oft haben die richtig, also die verlangen zum Beispiel keine Gebühr, wenn du in fremder Währung bezahlst. Ja. Also da zahlst du ja sonst gern mal 1,75, teilweise auch bis zu 2,5% des Betrages einfach mal an Gebühren. Und diese Revolving-Karten verzichten oft da drauf. Genauso Abhebegebühren im Ausland und so weiter. Das ist alles, kann alles sehr günstig sein. Aber wenn du vergisst, eben dein Kredit, deine in Anspruch genommene Summe dann rechtzeitig zu tilgen, dann zahlst du halt richtig. Also da gehen die Zinsen hoch bis irgendwie, ich glaube, fast 20%. Und das ist dann schon viel. Also man muss es halt gut im Blick halten. Und man muss dann immer gucken, also wirklich, wann ist der Stichtag meiner Abrechnung? Und da muss ich das Geld wirklich überweisen. Also oft muss man, ja, mittlerweile wird es auch abgebucht. Manche Karten sagen, wir buchen es ab, manche sagen, du musst es wirklich überweisen. Ne? Wenn du dann die Überweisung vergisst, hast du Pech gehabt. Also das, da ist man halt schneller so ein bisschen in der Gefahr, dass man halt mal was vergisst und dann doch irgendwie mal Zinsen zahlt, die man sich auch hätte sparen können. Ja, bei den Amerikanern ist es ja ein ganz anderes System. Ne? Also da kriegst du ja auch Punkte für deine Kreditkarten und wenn du da jetzt neu anfängst, dann hast du diese Punkte erstmal gar nicht und kannst dir teilweise gar keine Sachen kaufen. Ich finde es völlig skurril. Das heißt, ja, du musst dich verschulden, damit du dir überhaupt irgendwas kaufen kannst. Ich glaube, bei Mieten ist es teilweise auch so, du kriegst keine Wohnung, wenn du keine Kreditkartenpunkte hast. Ich finde es völlig strange. Ja, das ist ein ganz, ganz anderes System. Aber wie gesagt, auch die Nutzung der Kreditkarten. Man hat ja teilweise auch zahlreiche Kreditkarten für verschiedene Zwecke. Ne? Eine nur zum Reisen, eine nur fürs Shopping hier. Und ich habe sogar gehört, was eine Kollegin erzählt hat, dass du musst auch aufpassen in den USA, wenn du eine Kreditkarte gar nicht mehr nutzt, weil du sie vielleicht gar nicht mehr brauchst. Wenn du die kündigst, dann wird dir das quasi negativ ausgelegt. Dann wird quasi dein äquivalenter Schufa-Score verschlechtert sich dann, weil du sie kündigst. Ja. Ja. Also das muss man sich irgendwie mal vorstellen. Das ist echt absurd. Das war auch eines der Themen, wo ich gut erklären musste, was, also der Unterschied der beiden Märkte. Das haben die am Anfang gar nicht verstanden, dass ich gesagt habe, es reicht doch ein Kreditkartentest, wenn wir einen Kreditkartentest haben. Und die so, du musst doch jetzt, hast doch jetzt irgendwie 10, du musst doch jetzt bestimmt 10 Tests oder so machen. Ja. Und, aber eigentlich ist es ja gesünder. Also da bin ich schon sehr irgendwie dabei, dass ich finde, also aus Verbrauchersicht, dass es besser ist, eben sich nicht zu verschulden. Aber diese Revolving-Karten, die gibt es halt nicht mit den Girokonten dazu, sondern das sind dann diese separaten Kreditkartenanbieter. Genau, genau. Also zum Beispiel, ich kann auch gerne mal ein paar nennen. Also es ist wie immer keine Werbung, es ist einfach nur, es gibt halt so ein paar. Zum Beispiel, man hat die Barclay-Card, dann hat man die Kreditkarte von der Hanseatic Bank, die schneiden auch ganz gut ab. Die Santander kommt immer mal wieder, aber da muss man immer aufpassen mit den Konditionen. Dann gibt es, was viele Leute kennen, ist diese Advancia, diese goldene Mastercard. Das ist zum Beispiel die, wo man wirklich Geld überweisen muss und wenn man es vergisst, steckt man da richtig schnell drin, dass man da große Beträge an Zinsen
Zinsen zahlen muss. Okay. PayPal hat eine Karte, Amazon hat eine, die ist wohl auch ganz gut jetzt auch im Test für Amazon Prime Kunden. Aber wer das sowieso nutzt, kann sich die mal angucken, also mit ganz guten Konditionen. Naja. Ich verlinke den Test auf jeden Fall auch in den Shownotes und im Blogartikel. Vielleicht ganz kurz nochmal zu den Unterschieden. Gibt es denn da noch weitere Unterschiede zwischen diesen normalen Kreditkarten mit Girokonten und wenn ich eine Kreditkarte ohne Girokonto habe? Oder ist es tatsächlich nur dieses Revolving-Modell versus Debit bzw. Charge? Ja, eigentlich ist es das. Also eigentlich kriegst du mit einem Girokonto nie eine Revolving-Karte und du kriegst eben immer seltener eine Charge-Karte. Das heißt, als Kunde musst du dir überlegen, vor allem für die Vielreisenden, ja, ist es vielleicht, kannst du sagen, nimmst du dir ein Girokonto mit einer Debitkarte, okay, und hast vielleicht noch daneben eine Revolving-Karte, die du halt auch für Mietwagen oder für Auslandsbezahlungen. Also zum Beispiel bei mir, mein Vater lebt in Chile, ich bin oft in Chile oder war ich oft vor der Pandemie, dann werden einfach meine Zahlungen gebührenfrei da abgerechnet. Also das ist halt schon cool, weil auch wenn du dann viel reist und so, dann schleppert sich einfach. Also das merkt man dann schon. Fand ich immer ganz gut. Und diese Revolving-Karten haben ja dann auch manchmal noch ein längeres Zahlungsziel. Also das heißt, bis zu 7 Wochen, ne, kannst du auch mal über einen Monat wechseln. Wenn du mal irgendwie eine große Reise vorfinanzieren willst mit ein paar tausend Euro, kannst du dann eben noch mal aufs Gehalt warten und dann kommt es irgendwie alles erst ein paar Wochen später zum Abzug. Mhm. Aber das ist wirklich auch eine Typfrage. Und ich verstehe das wirklich, wenn jemand sagt, hey, ich möchte einfach wissen, wie es auf meinem Konto aussieht. Und dann ist es auch völlig okay. Ich glaube, wichtig ist, dass man halt weiß, wie man Karte nutzen möchte. Also welche Karte passt zu mir. Und dann eben auch die Limits kennt, ne, von den Karten. Also was kann eine Karte und was kann eine Karte halt nicht. Mhm. Ja, ganz wichtiger Punkt. Mir ist es auch immer lieber, wenn ich weiß, was auf meinen Karten dann drauf ist. Ich überweise mir dann tatsächlich auch immer die Summe, die dann abgezogen wird, normalerweise schon vorher auf die Kreditkarte, damit ich genau weiß, was auf meinem Girokonto da noch ist. Aber das ist eine Typfrage. Ja, ich glaube schon, ja, genau. Ja. Aber genau, also ja, man kann die ja auch vorab irgendwie schon aufladen, dann hast du, weißt du, okay, so viel Geld ist jetzt drauf und mehr gebe ich dann auch nicht aus, ne? Ja, genau. Ja, du hast den Online-Broker-Test schon angesprochen. Lass uns mal darüber noch ein bisschen sprechen. Ihr habt euch da auf die Neobroker konzentriert. Warum? Ja, also wir haben uns eigentlich, also die Grundgesamtheit nenne ich das immer. Also wenn ich dann erstmal gucke, wen nehme ich da eigentlich erstmal rein in die erste Analyse, waren eigentlich Online-Broker. Mhm. Also das sind eigentlich die, sag ich jetzt mal, Unternehmen, die sich so auf den Wertpapierhandel wirklich spezialisiert haben und eben unabhängig von der Bank, von einem Girokonto funktionieren. Ja. Wir haben also uns die Online-Broker mal angeguckt und eben absichtlich nicht diese Depots, die mit einem Bankkonto einhergehen, weil einfach das vom Gebührenmodell mittlerweile so einen großen Unterschied macht, weil eigentlich diese, sag ich jetzt mal, Online-Broker mittlerweile wirklich alle mit diesen Flat-Fees kommen oder mit diesen ganz, ganz geringen Ordergebühren, wohingegen du ja bei den Depots, die an der Bank hängen, schon oft immer noch etwas, sag ich mal, komplexeres Gebührenmodell hast mit vielleicht einem Fixbetrag, aber dann hängt das immer vom Ordervolumen ab. Also das ist ein bisschen komplizierter nachzuvollziehen und oft auch einfach ein bisschen teurer. Also wollten wir uns wirklich mal diese günstigen Anbieter angucken und genau eben, ne, weil die ja jetzt auch im Werben mit diesen fast schon irgendwie Handeln zum Nulltarif, fand ich, die jetzt auch immer mehr kommen. Da gibt es ja jetzt auch irgendwie mehr Wettbewerber. Das ist ja alles ja noch gar nicht so lange her. Das kam ja jetzt seit 2019. Also ja. Einfach mal so ein bisschen Augenmerk auf diesen neuen Markt irgendwie geben, ja. Ja, aber man darf halt nicht vergessen, so schön das ist, dieses günstige Modell hat natürlich auch Fallstricke. Der eine Fallstrick ist eben, dass man viel mehr handelt. Der zweite ist tatsächlich, dass die Beratung dann auch eine ganz andere ist. Also wenn ich jetzt mal irgendein Problem habe, bin ich bei diesen Neobrokern in der Regel aufgeschmissen, weil ich da keinen ans Telefon bekomme. Das stimmt. Also viele, klar, also günstig geht immer einher mit weniger Service. Das kann man wirklich so ganz klar sagen. Und was ich halt sagen muss, wenn du halt jetzt langfristig anlegen willst, ne? Und du hast jetzt, oder du machst einen Sparplan und du machst eine Einmalanlage. Du weißt eigentlich, du brauchst einen breiten ETF, einen globalen ETF, meinetwegen hast du noch einen mit Schwellenländern, aber weißt, du hast irgendwie deine 3 ETFs und dann weißt du noch, du machst irgendwie deinen Sparplan. Du weißt also schon, was du willst. Dann finde ich diese Neobroker jetzt okay. Die sind super. Was die Sparpläne angeht, sind die super. Ja, genau. Zum Nulltarif kann ich ETFs oder Aktien besparen und kann da auch mit kleinen Beträgen reingehen. Das ist mega. Also das bietet keine große Online-Bank. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann eben versuchen will, so GameStop-Aktien oder diese Meme-Stocks zu handeln, dann wird es natürlich so ein bisschen schwieriger.
Genau, aber dann musst du dich halt auch fragen, willst du das, also machst du das regelmäßig oder machst du das halt nicht? Also unser Test ist schon eher wirklich für die Leute gedacht, die sagen, wir wollen jetzt eigentlich einsteigen, es soll irgendwie nutzerfreundlich sein, gut erklärt und intuitiv und irgendwie dann, wenn es noch auch günstig ist, dann nehme ich das auch noch gerne mit. Aber schon allein, dass du das jetzt über so eine schöne App-Lösung machen kannst, das ist ja einfach schon mal was anderes, als wenn du dann früher hast du immer deinen Laptop ausgepackt und musstest dich da irgendwie einloggen. Ist halt ein Stück weit vielleicht bequemer oder irgendwie eher nutzerfreundlicher. Genau, aber es kommt darauf an, was du damit machen willst, auf jeden Fall. Ja, ist aber natürlich aber meiner Meinung nach auch sicherer, ne? Also wenn ich jetzt im Netz handle, das ist deutlich übersichtlicher, als wenn ich das jetzt auf dem Handy womöglich irgendwie unterwegs mache und dann bricht die Verbindung ab oder sonst was. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Und deswegen war beispielsweise bei Trade Republic die Nachfrage nach so einer Weblösung halt immer wieder da. Genau. Und die haben sie es jetzt Ja. endlich umgesetzt vor 2 Wochen. Genau, die machen das Und jetzt, ja. das ist zwar total basic, aber ich finde es klasse. Nee, natürlich. Also ich sage ja auch nicht, dass es nur die App sein muss, aber dass es eben auch eine App gibt, finde ich eben auch ganz gut. Dann kann man öfter mal reingucken. Naja, es gibt auf jeden Fall Pro und Kontras, ja. Aber wir haben uns halt mal rausgegriffen und ich denke, dass wir aber in Zukunft jetzt sicherlich auch bald nochmal die Online-Depots von den Banken auch uns nochmal anschauen. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ja. Das stimmt. Nach welchen Kriterien habt ihr denn jetzt die Neobroker bewertet und wer hat da gewonnen? Ja, wir haben wieder ganz unterschiedliche Kategorien uns angeguckt. Natürlich schon die Gebühren, denn die sind ja jetzt auch das Aushängeschild von vielen. Aber wir haben uns zum Beispiel auch angeguckt, wie viele Handelsplätze kannst du denn wählen? Also hast du nur einen, der angebunden ist, oder hast du dann doch mehrere, sind da auch etablierte dabei, wie jetzt meinetwegen die TradeGate Exchange, also die Börse TradeGate oder eben die Börse Xetra, wo einfach viel Handelsvolumen drüber geht, wo man liquide eben ist und eben gute, also meistens auch die Leitpreise, also die eigentlichen, die besten Preise bekommt. Oder gibt es da nur irgendeinen Nebenschauplatz, einen außerbörslichen Handelsplatz, der als einziger da zur Verfügung steht? Wir haben uns angeguckt, was du eigentlich handeln kannst, also wie groß ist die Auswahl an Wertpapieren, an Aktien, an ETFs. Wir haben geguckt, ob du die Kurse auch in Echtzeit wirklich angezeigt bekommst oder mit 15-minütiger Verzögerung, weil ich finde schon, dass das wichtig ist, dass du weißt, zu welchem Preis du wirklich ausgeführt bekommst. Wir haben uns aber auch wieder natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, Nutzererfahrung angeguckt, ne? Also ist die App intuitiv? Kann man die gut bedienen? Finde ich alle Informationen zu der Aktie, zu dem ETF, zu dem Fonds, die ich eigentlich haben will? Oder ist die Darstellung vielleicht sogar ein bisschen zu einfach? Also ich hatte zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, welcher Broker das war, aber einer in seiner App, der hatte noch nicht mal einen Chart. Also dann denke ich mir, also das geht jetzt irgendwie auch nicht. Also ich will schon sehen, irgendwie, wie haben die sich jetzt entwickelt über das letzte Jahr oder so. Genau, und dann haben wir eben, was ich vorhin schon sagte, auch diesen Educational Content, also Erklärinhalte bewertet, also Videotutorials, wie man irgendwie eine Ordermaske benutzt, zum Beispiel ein Glossar, wichtige Börsenbegriffe, ist das erklärt. FAQs, wie ausführlich sind die, wie viele sind das, wie wird das erklärt, verstehe ich das? Gibt es eine Suchfunktion? Was kriege ich alles raus über die Suchfunktion und so weiter? Da haben wir uns, und das haben wir auch relativ hoch mit reingewichtet, ja. Diesmal. Genau. Und die Frage war noch, wer hat gewonnen, ne? Ja. Also am Ende hat tatsächlich Trade Republic dann doch gewonnen, knapp. Aber der nächste ist dann der Scalable Free Broker. Also Scalable Capital ist ja echt ursprünglich dieser Robo-Advisor, der jetzt auch die Broker-Dienste anbietet mit verschiedenen Gebührenmodellen. Wir haben jetzt mal den kostenlosen, also kostenlose Depotführung ist halt auch immer ein großes Kriterium. Mit denen genommen. Danach kommt tatsächlich die Onvista Bank. Die gibt es ja schon sehr lange. Gehört aber auch zur Comdirect und damit zur Commerzbank, ne? Commerzbank jetzt, ne? Also früher nicht, jetzt ja, aber die behalten ja ihre Marke erstmal bei. Also die Markenstrategie ist ja, wir bleiben mit Onvista. Und die haben natürlich auch dieses angeschlossene Datenportal, was irgendwie ganz gut ist. Manche Dinge sind bei der Onvista Bank nicht so digital, sage ich jetzt mal. Die sind da, musst du irgendwie auch noch teilweise Briefe hin und her schicken, Formulare. Aber abgesehen jetzt davon sind die halt etabliert. Die haben viele Handelsplätze angeschlossen. Also sie haben schon auch ihren dritten Platz, finde ich, verdient, aus meiner Sicht. Aber sie sind tatsächlich in der Krise auch in die Knie gegangen. Also im letzten Jahr habe ich ganz viele Beschwerden gehört, dass gerade bei Onvista ständig Probleme waren. Und das ist dann natürlich negativ. Das stimmt. Du hörst immer wie, aber du hörst bei den anderen auch Kritik. Absolut. Also es gibt immer ein Was Für soll und ich sagen? Wider. Ich glaube, kein Broker ist
perfekt irgendwie. Ne? Also wir hatten da auch mal irgendwie mit der Depoteröffnung, da wollte jeder ein Depot eröffnen, dann hat es nicht geklappt. Ne? Dann wieder jeder diese GameStop-Aktien und dann gibt es irgendwie Ausfälle, dann sind die alle überfordert, dann haben die alle nicht irgendwie ihren Support so schnell da und dann, wenn du halt als Bank oder als Broker dann auch nicht so digital aufgestellt bist, vielleicht schlägt sich dann sogar noch mal ein Stück weit mehr nieder. Aber es ist, weißt du, so eine Analyse, so eine Bewertung ist ja immer, das ist ja eine Durchschnittsbewertung. Das heißt, es gibt immer Sachen, die nicht gut sind. Ja? Es gibt aber auch immer Sachen, die gut sind. Und dann, deswegen sage ich auch nicht, das ist jetzt die Lösung für alle, die passt für alle, ja? Sondern das ist in einer gewichteten Betrachtung mit vielen, vielen, vielen Kriterien, gibt es am Ende eine Gesamtnote. Und wenn du eine bestimmte Sache, wenn dir wichtig ist, ja zum Beispiel die digitale Aufstellung oder wie, also ne, kann man alles ohne Formulare lösen oder was auch immer, dann musst du halt gucken. Und was wir machen, wir schreiben ja immer ganz genau hin, das sind die Vorteile, aber das sind auch die Nachteile. Du kannst es anklicken und auch derjenige, der mit der besten Gesamtnote am Ende abschneidet, hat Nachteile. Ja, das absolut. Muss man echt auch immer dazu sagen, ja. Ja. Aber du sprichst ja gerade auch diesen Onboarding-Prozess an. Ich finde den gerade bei diesen Smartphone-Broker finde ich super, wenn er denn funktioniert, wenn du durchkommst. Also ich meine mich zu erinnern, bei Bison war es zum Beispiel ganz schwer, da durchzukommen. Und es gibt auch nur zwei Unternehmen, die dann diesen Onboarding-Prozess mit dem Ausweis dann auch machen. Und dadurch hast du da natürlich ein Nadelöhr. Ich hatte letztens so einen Verifizierungsprozess für meine Auslandskrankenversicherung und der ging komplett über eine App automatisch. Da brauchtest du keinen Menschen, dem du dann den Ausweis zeigen musstest, sondern das funktionierte über eine Software und ich war so begeistert. Ja. Und das ist halt nicht so dieser Prozess, wo du dann irgendeinen gelangweilten Mitarbeiter hast, der dann sagen, ja, drehen Sie mal einen Ausweis, bla bla bla. Und das dauert endlos, sondern das ging komplett automatisch, hat 3 Minuten gedauert und war super. Und ich glaube, das wird dann auch kommen, weil dieses Nadelöhr ist einfach nervig. Das kann gut sein, aber ich muss auch sagen, also ich kann mich noch erinnern damals 2019, dass da jeder geschimpft hat, dass das immer so lange dauert, dass das nicht geht. Und gerade als zum Beispiel auch Trade Republic irgendwie anfing, dass man irgendwie da über 60 Minuten warten muss. So. Ja. Aber okay, das sage ich ja, wenn irgendwie alle auf einmal, das war aber zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt die Depots eröffnet habe, das war völlig in Ordnung. Also das war wirklich okay. Also selbst wenn du da mal deinen Ausweis irgendwie mal hin und her drehen musst, du musst ja immerhin nicht mehr zur Post laufen und irgendein Formular unterschreiben. Ja. Ist ja schon 1000-mal besser. Also vielleicht sind wir da so ein bisschen, wir sind schon super verwöhnt. Ja, das stimmt. Die App heißt übrigens Nect, die ich da benutzt habe. Das ist so eine App, wo du dann deine digitale Identität zeigst und verifizierst. Ja, interessant. Habe ich jetzt, also bei den Brokern zumindest war es jetzt noch nicht der Fall. Nee, bei den Brokern gibt es das noch nicht. Fortschrittliche Auslandsreisekrankenversicherung. Ja, das ich mache jetzt einfach mal Werbung. Das war von der Hook, der Online-Verifizierungsprozess. Und das läuft über die Nect-App und das lief super. Und das ist ein Hamburger Anbieter und das habe ich in der Form auch noch nicht gehabt. Ich habe ja viele P2P-Konten, da funktioniert das auch alles automatisch, aber da ist es ohne richtige Verifizierung. Da hältst du es einfach nur in die Kamera. Hier war ein richtiger Verifizierungsprozess dahinter. Ja, vielleicht muss ich dich mal anheuern, dass wir mal die besten Identifizierungsprozesse oder App-Anbieter, Dienstleister untersuchen und dann brauche ich dich als Experten, dann musst du quasi die Analyse aufsetzen. Vielleicht können wir da ja mal reden. Ich habe da schon einiges mitgemacht bei meinen ganzen Konten, Depots und jetzt eben auch noch der Versicherung. Deswegen sagst du, wärst du direkt der Richtige. Da werden wir später nochmal sprechen müssen. Genau, das machen wir. Du hast die Handelsplätze schon mal angesprochen. Ich weiß, Trade Republic setzt nur auf Lang und Schwarz und Scalable meine ich auf Getex. Mhm. Wo sind da die Unterschiede? Und das ist ja jetzt hier nicht Xetra oder Tradegate, ne? Genau, also fairerweise muss man sagen, dass Scalable die Xetra auch noch mit drin haben, allerdings zu höheren Kosten. Da zahlst du 3,90, glaube ich. Und Getex ist je nach Modell, ich glaube beim Free Broker sind es 99 Cent pro Trade. Bei den anderen Modellen teilweise zahlst du auch gar nichts oder ab 250 Euro zahlst du nichts mehr. Genau, und ja, und Trade Republic eben lang und schwarz in Hamburg mit, aber auch Tradegate Exchange als Backup immerhin. Also wenn Lang und Schwarz ausfällt oder keine Kurse stellen kann oder das nicht gehandelt bekommt, dann gehen die auch mit rüber zu Tradegate. Ich fände es persönlich auch schöner, wenn sie die als gleichwertigen Partner mit drin hätten, auch dass man wählen kann. Im Moment ist das noch nicht so.
muss man mal abwarten, ob die das vielleicht noch dann doch irgendwann anpassen. Aber also du wolltest jetzt wissen, was der Unterschied ist zwischen den außerbörslichen und den Börsen? Ja, genau, weil du das ja vorhin angesprochen hast. Und Ja. gerade wenn du eine Bandbreite hast und über Xetra oder Tradegate kaufen kannst, dann hast du ja ganz Ja. andere Preise als jetzt bei den außerbörslichen Handelsplätzen, oder nicht? Ja, also das ist wirklich tricky und wichtig. Also ich habe mich da mal ein bisschen jetzt reingehangen. Ich war zum Beispiel neulich jetzt bei der Tradegate, die sitzen ja in Berlin und habe mir das alles mal auch sogar zeigen lassen im Handelsraum. Ist ganz, war ganz interessant. Also was ich jetzt für mich bisher mitgenommen habe, aber die Recherche ist auch noch nicht abgeschlossen, ist jetzt eigentlich, also der beste Preis kommt eigentlich immer von dem Handelsplatz, der das meiste Handelsvolumen hat. Das ist ja klar. Und die Börsen, da gibt es einfach Börsen, die sich mittlerweile etabliert haben. Das ist die Xetra, ist halt für die DAX-Titel total liquide, da geht eigentlich alles drüber. Und Tradegate Exchange ist aber jetzt nach Xetra schon richtig, also wenn man Handelsvolumina sich anguckt, für viele, viele Aktien und Wertpapiere auch schon mittlerweile so der eine Handelsplatz. Ja? Das heißt, tendenziell möchte ich halt, also darum geht es ja eigentlich, möchte eigentlich den Preis haben, den besten Preis, den möchte ich Genau. haben. Dann gibt es eben dieses Gebot aus dem Wertpapierhandelsgesetz, dass jeder Broker sich eigentlich auch oder Anbieter sich verpflichten muss, dem Kunden den besten Preis eigentlich zu verschaffen. Ja? So, das bedeutet, wenn jetzt eine Börse, die eben die liquideste ist, die also den besten Preis bietet, offen hat, dann müsste eigentlich auch jeder andere Handelsplatz, den ich da anbiete als Broker, auch diesen Preis mir geben, ja, oder garantieren. Jetzt ist es halt schwer zu überprüfen, ist das wirklich so, ja? Und es gibt ja auch immer wieder die Leute, die dann also sagen, ja, ich glaube eigentlich nicht, dass ich da den besten Preis kriege bei einer Lang und Schwarz oder bei einer Getex oder sonst irgendwo, weil auch wenn du quasi auch nur einen angezeigt bekommst, weißt du ja gar nicht, hast ja gar nicht den anderen Kurs vielleicht nebendran und weißt gar nicht, ja, ist das jetzt wirklich der beste Preis, ne? Womit die Börsen dann argumentieren, oder nicht die Börsen, sondern eben diese Handelsplätze, außerbörslichen Handelsplätze argumentieren, ist ja, wir haben ja die Börsenüberwachung dabei, weil die sind ja quasi angeschlossen an die, also Lang und Schwarz an die Börse Hamburg und die Getex an die Börse München. Also die berufen sich immer auf die Handelsüberwachung, ja, also dass das eben dann da auch alles nach rechten Dingen zugeht. Da muss man da jetzt ein Stück weit mal drauf vertrauen. Also ich denke halt wieder an unsere Nutzergruppe. Das sind die, die einmal anlegen und das liegen lassen. Oder es sind die, die eben monatlich im Sparplan sparen. Das sind jetzt vielleicht nicht die viel Trader, ja. Also wenn ich jetzt viel Trader bin und ich kaufe irgendwelche Titel, die auch nicht so ständig gehandelt werden, sondern ich will irgendwelche Aktien, dann würde ich wahrscheinlich nicht auf einem außerbörslichen Platz handeln, sondern tatsächlich über die quasi jeweiligen Leitbörsen oder über diejenigen, die halt die liquidesten oder den größten Umsatz machen mit dem Titel. Wenn ich aber jetzt eben einen World ETF oder eine DAX-Aktie kaufen will, dann und auch noch während der Öffnungszeiten von den jeweiligen liquiden Handelsplätzen, dann denke ich mir, ja, also eigentlich, da kann eigentlich jetzt nicht viel schiefgehen. Und wenn ich da jetzt ein Hundertstel mehr, irgendwie Cent mehr zahle, dann lasse ich es ja trotzdem über 30 Jahre liegen, dann sollte sich das ja trotzdem eigentlich amortisieren. Ja, das ist, da muss man wirklich abwägen, was man will. Also deswegen sage ich jetzt auch bei der Trade Republic, wenn ich jetzt an meine Sparplansparer denke und an meine ETF-Anleger, das ist dann schon okay. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt die außergewöhnlichen Titel will oder wenn ich viel handle, dann würde ich mich wahrscheinlich mit den etablierten Börsen wohler fühlen. Und da haben wir dann auch wirklich Zusatzpunkte gegeben. Also wenn jetzt ein Broker jetzt die Xetra wenigstens oder die Tradegate halt mit drauf hat. Also die kriegen da mehr Punkte in der Analyse. Ja, welche Rolle haben denn die Kryptowährungen bei diesem Test gespielt? Genau, also wir haben einfach dann gesehen, ne, das ist auch so ein Phänomen jetzt, dass die Broker mit dem Kryptohandel jetzt mit anbieten und auch damit werben. Und dann haben wir uns gedacht, naja, gucken wir es uns mal mit an. Auf der einen Seite, so eine große Rolle spielen sie nicht. Also die Gewichtung ist sehr, sehr gering, weil wir natürlich sagen, wir richten uns ja an Anleger, die auch ansparen wollen und da eignen sich die Kryptowährungen weniger dafür. Ne, wissen wir, sind spekulativ, du kannst alles verlieren. Auf der anderen Seite ist es aber ein Trend und wenn du jetzt ein Geld übrig hast und willst auch einfach mal ein bisschen mitreden, willst du mitmachen, willst vielleicht auch tatsächlich absichtlich ein bisschen wetten oder so, ja, dann finde ich das jetzt irgendwie so als zusätzlichen Funktionalität von so einem Broker jetzt auch ganz nett. Aber es ist wirklich, war super gering in der Gewichtung.
Wir haben uns angeschaut, kann ich die Währungen dann direkt handeln? Also kaufe ich dann die Bitcoin oder die Litecoin oder die Ethereum oder so? Oder kaufe ich eigentlich das Wertpapier, muss man sagen, ne? Also das heißt dann Exchange Traded Note. Das ist im Grunde eine Schuldverschreibung, und die mir das Recht einräumt, eben diesen Titel, also diese Währung, in dem Fall Kryptowährung, zu besitzen. Aber was dieses Papier eigentlich nur macht, das trackt halt die Wertentwicklung. Das ist so ein bisschen wie Xetra-Gold, ne? Also geht mit dem Goldkurs oder in dem Fall mit dem Kryptowährungskurs einher. Du hast aber ein verbrieftes Recht, dass du im Zweifel, also zumindest bei den meisten, dass du diese Währung dann auch besitzt, und dir auch irgendwie ausliefern lassen könntest. Genau, und haben dann halt geguckt, was bieten die da an? Kann man das über so ein Wertpapier machen oder kann man das irgendwie direkt kaufen? Ja, kannst jetzt sagen, ist eigentlich beides okay. Ja, manche bieten beides an. Dann haben wir gesagt, das ist vielleicht besser, weil dann kann man es zumindest auswählen. Aber dadurch, dass der Broker ja oft auch schon dann die Verwahrung und alles mit anbietet, hast du eigentlich da kaum jetzt Vor- oder Nachteile, ob du jetzt das eine oder das andere machst. Ich habe nur gesehen, ganz interessant, diese Exchange Traded Notes, also die Anbieter sind ja, du hast da natürlich auch laufende Kosten, ne, laufende Gebühren, wie beim ETF auch, diese TER, also die laufenden Verwaltungskosten, und die variieren ganz schön. Also ich habe jetzt selber sowas noch nicht gekauft, man müsste jetzt mal gucken, aber das geht ja auch bis zu 2,5% zum Teil. Je nachdem, Zweieinhalb welche Währung du Prozent. da. Ja, so 2,5%. Aber auch, es gibt auch welche, die sind da sehr gering in den Gebühren, kommt wahrscheinlich auf die Währung an. Und was ich jetzt auch gesehen habe, es gibt ja mittlerweile so Krypto-Indizes, die dann verschiedene Kryptowährungen zusammenfassen. Und es soll ja bald dann auch diese ETNs geben auf diese gemischten Indizes, was ja vielleicht dann ein Grund wäre, mal so ein Wertpapier sich anzugucken, weil der dann nicht quasi alle Währungen einzeln kaufen muss. Ja. Müsste man mal gucken. Hast du denn Krypto? Darf ich Ja, fragen? ich habe Kryptowährung, also Okay. keine ETNs, und ich habe die aber auch tatsächlich über Bison gekauft. Genau, das sind diese, ja, das ist ja, steckt ja auch die Börse Stuttgart dahinter. Ja, Gucken genau. wir uns auch bald mal an, diese Krypto-Börsen für Deutschland. Aber wir haben jetzt quasi so eine Konkurrenzsituation, ne? Wir haben ja die Börsen, wo du es kaufen kannst, und dann hast du jetzt diesen Kryptohandel angeschlossen an die Broker. Ich will das auf jeden Fall nochmal näher angucken. Da war jetzt noch keine Zeit, aber das ist bestimmt, also steht schon auf der Liste dann für die nächsten irgendwie 3 Monate. Okay. Na, ich bin sehr gespannt, wie der Test ausfällt. Den Online-Broker-Test, den verlinke ich auch in den Shownotes und im Blogartikel. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, bevor wir zum Word-Shuffle kommen. Hat sich denn deine persönliche Geldanlage geändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? In den letzten 3 Jahren. Ja. Also eigentlich, jein. Ich habe einfach noch mittlerweile einen nachhaltigen, also Sustainable ETF-Welt mit dazugenommen tatsächlich. Auch allein aus Neugierde, mal zu gucken, wie sich das so entwickelt. Und dann habe ich ETF-Sparplan einfach betragsmäßig ein bisschen aufgestockt. Weil man sagt ja immer, ne, so sollst ja schauen, wenn du sonst keine Absicherung hast. Ich habe jetzt mal für einen Angestellten, ne? Selbstständig ist wieder was anderes, aber dass du so irgendwie 10 bis 15% vom Netto da so zurücklegst. Also habe ich gedacht, muss ich da mal ein bisschen was drauflegen, und es wird ja automatisch abgebucht und einmal umgestellt, und dann ist es ja easy. Ja, das habe ich gemacht. Aber ansonsten bin ich so immer noch langfristig buy and hold. Ich spekuliere nicht. Und mal gucken, ob ich jetzt mal mit diesen ETNs vielleicht in Zukunft mich mal ein bisschen auseinandersetze und das auch einfach mal dann ausprobiere. Ja. Okay, na, da bin ich immer gespannt, was du dann beim dritten Mal erzählst. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Abschluss zum Word Shuffle. Das heißt, ich nenne dir Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann Ja. kurz sein oder lang. Und ich habe jetzt andere Begriffe genommen als beim letzten Mal. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Und Okay. beginnen möchte ich mit Work-Life-Balance. Oh, das ist ja interessant. Also ich schätze sehr, dass ich jetzt quasi arbeiten kann, von wo ich will, dass ich nicht irgendwie ins Büro muss. Das finde ich ganz angenehm. Gleichwohl ist es wirklich schwierig, dann auch mal zu sagen, jetzt mache ich Feierabend. Ne? Das ist tatsächlich so. Also ich würde sagen, da bin ich noch in der Findungsphase, Okay. wie man die neue digitale Arbeitswelt und dann tatsächlich das Abschalten miteinander verbindet. Ich mache jetzt wieder mehr Sport. Manchmal muss man sich einfach ein bisschen aufraffen, dann auch wirklich mal das dann zuzuklappen. Und was ich jetzt auch machen wollte, in Berlin einfach öfter mal in so einen Coworking Space zu gehen und da dann einfach dann irgendwann nach Hause zu gehen und dann den Laptop zuzulassen. Okay, das heißt, ihr habt gar kein eigenes Büro in Berlin, oder doch?
Wir hatten jetzt eins, das war jetzt aber aus verschiedenen Gründen konnten wir das jetzt nicht halten. Und für mich war das auch nicht ganz optimal, weil das sehr, sehr weit weg war. Du weißt ja, die Wege sind lang und wenn ich dann eine Stunde ins Büro fahre und ich habe dann mein Schreibtisch zu Hause, dann ist das immer eine Überwindung, wirklich zu gehen. Genau, deswegen probieren wir gerade so ein bisschen neue Möglichkeiten und Coworking finde ich jetzt ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Gut, der nächste Begriff ist Corona. Corona hat mir meine ganzen Pläne letztes Jahr komplett verhagelt. Ich denke, bei vielen war das auch so, weil Ja, ich bei mir hatte auch. eigentlich bei Finanztipp aufgehört und wollte erstmal ganz viel reisen. Wie gesagt, mein Vater lebt in Chile, also ich wollte da das Land kennenlernen und so, und dann war das alles abgesagt. Das heißt, ja, jetzt ja, hat man dann sich auf die Arbeit konzentriert, war vielleicht auch mal nicht schlecht, aber ich bin schon sehr froh, dass man jetzt mittlerweile mit den Impfungen wieder auch sich freier bewegen kann und merke schon, wie ich das genieße, dass man jetzt auch einfach sagen kann, zumindest innerhalb Europas, ich fahre jetzt doch mal wieder für eine Woche irgendwo hin, braucht man einfach. Also ich brauche es auf jeden Fall, ab und zu mal rauszukommen, was Neues zu sehen, weil das ja auch inspiriert. Ja, Genau. und vor allen Dingen ist es auch wärmer, ne? Also jetzt auf Fuerteventura ist es wahrscheinlich mehr als 15 Grad wärmer als hier in Lübeck beispielsweise. Ja, ich glaube, es war heute so 25 Grad. Aber ich weiß nicht, letzte Woche war es ja auch ganz schön in Deutschland. Wenn es dann schöne Sonne scheint im Herbst, ist auch toll. Also will gar nicht sagen, es muss immer wegen des Wetters sein, dass man weg muss. Aber weißt du, die Lebensart, das Essen, das ist einfach viel. Du hast mal einen anderen Ausblick, du guckst aus dem Fenster und siehst mal Wasser. Also hast du in Lübeck vielleicht mehr als ich in Berlin. Ja. Also ich brauche das, um auch gut zu arbeiten, um auch wieder zu schreiben. Also ist ja irgendwie ein kreativer Beruf am Ende und ja, brauche ich. Okay. Der nächste Begriff ist Berlin. Berlin ist echt anstrengend und also irgendwie, vielleicht liegt es auch am Alter, ist mir im Moment eigentlich zu groß. Ist so, die Wege sind immer sehr lang und vielleicht folge ich da jetzt so auch dem Trend, also mittelfristig ja, sich doch eher wieder ein bisschen nach draußen zu orientieren, tatsächlich. Ja. Also klar ist immer noch viel los und so. Ich habe ja 20 Jahre in Berlin gewohnt und ich bin immer gern als Urlauber da, aber da leben möchte ich nicht mehr. Ja, es ist halt auch da, wo es wirklich schön ist. Das kannst du ja auch wieder nicht leisten, aber das ist ein anderes Thema. Ja, irgendwie ja. Also eine Großstadt ist einfach eine Großstadt, hat viel Angebot, aber vor allem auch, wenn du viel arbeitest, ne, oder davor machst du ja kaum was und dann, ich weiß nicht, einfach diese Balance, es verschiebt sich halt ein bisschen, ne, was ist wichtig und dann habe wirklich auch die Natur zu schätzen gelernt. Aber das sicherlich, wer auch immer zuhört, kann das sicherlich auch nachvollziehen. Also hört man ja wirklich auch von vielen Leuten. Ist Ja. wahrscheinlich jetzt einfach so ein Zeitgeist, ne? Ja. Ja. Der nächste Begriff ist Digitalisierung. Puh, Digitalisierung. Ja, macht vieles leichter. Also ich bin zum Beispiel großer Fan vom kontaktlosen Bezahlen über hier Kreditkarte ins Wallet laden und dann einfach nur noch das Handy irgendwie anhalten. Also bringt bestimmt viel Fortschritt, viel Zeitersparnis, Vorteile, aber kann ja zumindest im persönlichen Bereich natürlich Treffen und so weiter nicht ersetzen. Also ich weiß nicht, ich glaube, auch jedem gehen diese Videokonferenzen langsam auf die Nerven, ne? Und du willst eigentlich die Leute wieder persönlich treffen und willst irgendwie dich unterhalten von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, ich lege jetzt tatsächlich mein Handy öfter weg und auch nachts zum Beispiel aus dem Schlafzimmer raus. Also morgens ist erstmal, weiß ich nicht, normal aufwachen, aber nicht sofort immer gucken, okay, was ist gerade wieder passiert. Ich bin gespannt, wann mal wieder so wirklich auch so die große Gegenbewegung kommt mit dem Digital Detox, dass die Leute nicht sagen, nur mein Handy gucke ich irgendwie einmal am Tag nur noch an. Mal sehen. Ja, die wird bestimmt irgendwann kommen. Ja, also ich muss ja auch jeder ein bisschen für sich wissen, aber entspannt mich extrem. Also wäre vielleicht mal, es wäre auch mal auszuprobieren. Ja, okay, dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut. Mut wie das, wie die Stimmung oder Mut wie Mutig. Courage? Mutig. Ja. Das ist gut, eine gute Frage. Würdest du dich denn selber als mutig bezeichnen? Tja, weißt du, da habe ich viel drüber nachgedacht in letzter Zeit.
so ein bisschen dieses, auch wieder auf Corona bezogen vielleicht, weil es einfach so dominiert noch auch, ne, die Gedanken, dass so eigentlich, also ich weiß nicht, wie es dir ging oder wie es euch Hörern da draußen geht, dass man so ein bisschen träge wurde, dass man nicht mehr so viel in Angriff genommen hat, auch wenn man es vielleicht gar nicht konnte. Nicht mehr so, ich hatte manchmal das Gefühl, bin ich überhaupt noch genügend interessiert an Dingen, will ich noch so viel Neues wissen, kennenlernen, und sich immer wieder darauf einzulassen, auch mal wieder was Neues zu erfahren, finde ich schon mutig auch, ja, weil irgendwie ist es natürlich schon einfacher, sich in seinem Alltag so irgendwie so zufrieden oder so, ne, so zurückzuziehen. Also mein Vater sagt dann immer, jeder Tag ist neu und jeder Tag bringt was Neues und du sollst dich echt drauf freuen. Und das verbinde ich irgendwie mit Mut, dass man sich darauf einlässt. Und muss ich mir auch immer wieder aber auch sagen, dass man sich einfach auf Neues einlässt. Das ist vielleicht das, was ich mit Mut verbinde. Ja, also das ist ein zentraler Punkt und ich habe das jetzt auch gemerkt, also gerade während der Lockdown-Phasen, du kommst ja gar nicht mehr raus und das heißt, du hast gar keinen Austausch, du lernst nichts Neues mehr kennen, du sitzt ständig nur vorm Rechner oder vorm Fernseher und das nervt einfach und wenn du nicht mehr reisen kannst, keine anderen Kulturen oder Lebensweisen kennenlernst, dann verödest du irgendwann und das hat mir auch zu schaffen gemacht. Ja, siehst du, ja, dann ging es uns ähnlich, genau, aber ich hoffe ja wirklich, dass du das jetzt überstanden. Also toi, toi, toi. Ich klopfe hier mal auf den Tisch. Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Wünschen wir uns irgendwie ein spannendes nächstes Jahr, ne? Dass das irgendwie alles nochmal ein bisschen anders wird wieder und besser. Ja, absolut. Aber damit sind wir jetzt auch schon am Ende vom Interview angekommen. Sarah, ich danke dir sehr herzlich für die Einblicke, auch wenn es jetzt thematisch ein Sammelsurium war, aber ich fand es sehr interessant. Ja, also vielen, vielen Dank für die vielen spannenden Fragen. Es ist immer eine Herausforderung, mit dir zu sprechen, weil du so viele Themen anreißt und ich dann schauen muss, habe ich das wirklich alles im Kopf, was du wissen willst. Ja, ich hoffe, es war halt auch vielleicht was dabei, das eine oder andere, was auch interessant war. Genau, vielen Dank, dass du auch ein bisschen auf unsere Texte noch verlinkst. Und ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn alle, die zuhören, auch mal vorbeigucken und auch gerne sich mal melden, was irgendwie gut ist, was schlecht ist. Wie gesagt, wir sind ja dabei, das aufzubauen. Und ich nehme da wirklich gern auch Anregungen mit an. Oder auch mal, ne, wenn ihr sagt, also den Punkt müsste man doch wirklich in dem Fall bei dem Produkt irgendwie nochmal mit reinnehmen. Wir aktualisieren die Dinger regelmäßig und auch wenn sich da eben was tut, können wir das jederzeit noch mit aufnehmen und wollen das auch. Also wir wollen eigentlich schauen, dass wir wirklich die wichtigsten Sachen auch drin haben, da nichts verpassen. Also gerne, gerne. Ich freue mich über Feedback jederzeit. Mhm. Okay, und wo sollen die Leute dann das Feedback hinschicken? Ach, es gibt mittlerweile eine E-Mail-Adresse, die heißt einfach redaktion@forbesadvisor.com. Okay, super. Das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit im Moment. Oder halt dann auch über LinkedIn oder Xing oder so, wer da unterwegs ist, findet mich daher auch. Alles klar. Sarah, vielen Dank. Danke, danke dir, danke euch und dann bis zum nächsten Mal. Ja, soweit das Interview mit Sarah Zinnecker. Das erste Mal hatte ich Sarah im Januar 2018 in Folge 87 zu Gast. Also ist schon ziemlich lange her. Damals hat sie auch viel mehr zu ihrem Werdegang erzählt. Sie hat ja beim Handelsblatt angefangen, war dann bei Finanztipp. Und wenn dich das auch interessiert, dann hör doch mal in diese Folge rein. Das war auch eine der beliebtesten Folgen im Jahr 2018. Es lohnt sich also, das zusätzlich nochmal anzuhören. Auch wenn jetzt viele Details, über die wir gesprochen haben, natürlich schon ein bisschen älter waren. Und jetzt haben wir ganz aktuell über die unterschiedlichen Girokonten, Kreditkarten und Neobroker gesprochen. Und Sarah hat ja das mit der DKB auch kurz angesprochen. Ich habe es im Intro auch nochmal gesagt, auch dort werden künftig die richtigen Kreditkarten Geld kosten und deswegen ist es umso wichtiger, dass man nach links und rechts schaut, wo man das Beste dann von den Angeboten übernehmen kann. Ja, und bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich noch zwei Bewertungen. Die erste stammt von Ich wär dann soweit. Er schreibt in seiner 4-Sterne-Bewertung endlich mal die richtige Einordnung. Danke an Professor Fink in Folge 191 für die klare Einordnung, was die ach so schlimmen Untergang des Aktienabendlandes Grünen eigentlich wieder vorschlagen. Nämlich der persönliche Einkommenssatz auf 60% der Erträge, wie zum Beispiel Dividende, Teileinkünfte verfahren. Damit also für die meisten der Abzug genauso wie die derzeitige Abgeltungssteuer. Nur die wirklich Vermögenden werden wohl etwas mehr zahlen. Mache ich gern und gehört zur Solidarität und der Sache mit den Schultern. So wird dieser Podcast dann vielleicht wieder zu einem wirklich guten Medium, bei dem über die Finanzwelt holistisch mit systemischen Gedanken informiert wird. Viele Grüße, Joachim. Ja, ich glaube,
Man kann anhand dieser einen Aussage nicht sagen, dass der Podcast schlecht ist, aber der gute Joachim hat natürlich recht. Der Punkt von Professor Fink war wichtig. Wie wir jetzt wissen, wird es wohl bei der Abgeltungssteuer bleiben. Jetzt sind ja momentan die Koalitionsverhandlungen, die beginnen, und wir werden uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis dann das endgültige Koalitionsprogramm steht. Aber es wurde jetzt ja schon mehr oder weniger beschlossen, dass die Steuern nicht erhöht werden und dass es dann auch bei der Abgeltungssteuer bleiben wird. Lassen wir uns mal überraschen. Ich danke dir für die Bewertung. Und die zweite stammt von Uliana. Er schreibt: genialer Podcast. Höre den Finanzrocker mittlerweile seit vielen Monaten und habe schon zahlreiche Folgen gehört. Sehr spannende Interviews, wenig Werbung, die erstens völlig legitim ist und zweitens leicht übersprungen werden kann. Und vor allem eine große Themenvielfalt. Klar, mich interessieren nicht alle Folgen, aber das kann ja auch nicht der Anspruch sein. Freue mich immer auf die neuen Folgen und stöbere gerne auch in den alten. Was ich noch spannend fände, wäre eine Folge über Broker. Haben die günstigen Broker ohne Ordergebühr etc. auch einen Haken? Haben die teuren Broker klare Vorteile? Gibt es andere, zum Beispiel steuerliche Aspekte, die für den einen oder anderen Broker sprechen? Vielen Dank für die vielen Folgen, die angenehme Erzählweise und die spannenden Interviews. Rock on, Dude. Ja, erstmal vielen Dank für die Bewertung. Heute haben wir ja über die Neo-Broker in der Episode gesprochen. Ich hatte in der Zwischenzeit ja auch das Thema Bugs, da haben wir auch über die Unterschiede der Broker gesprochen. Generell musst du immer schauen, was sind die Vor- und Nachteile. Da helfen solche Tests, wie beispielsweise jetzt beim Forbes Advisor, um da mal einen guten Überblick zu bekommen. In dem Test sind, glaube ich, aber nur 5 oder 6 unterschiedliche Neo-Broker drin. Es gibt natürlich noch weitere und es gibt auch die normalen Broker wie Comdirect, Consorsbank, MaxBlue, ING, die haben dann andere Vor- und Nachteile. Generell, was die steuerlichen Aspekte angeht, da musst du immer gucken, sitzt die Bank in Deutschland oder im Ausland, und das hat dann immer einen Einfluss auf die Steuern. Also beispielsweise DEGIRO sitzt ja in den Niederlanden und da muss man dann immer gucken, da wird dann teilweise die Abgeltungssteuer nicht abgeführt, das heißt, man muss sie dann selber abführen, und das sind so Feinheiten, auf die man achten muss. Und ja, den anderen Punkt mit den Haken, da haben wir heute in der Folge auch drüber gesprochen. Das sind unter anderem die Handelsplätze, und man hat dann durchaus über die außerbörslichen Handelsplätze Aufschläge. Das heißt, die Aktien sind dann teilweise teurer als auf einem liquiden Handelsplatz wie Xetra oder Tradegate. Und das sind da dann tatsächlich Nachteile, aber ansonsten, die Neo-Broker haben sehr, sehr viele Vorteile. Man muss sie halt dann eben auch richtig nutzen. Trotzdem, auch die normalen Online-Broker haben sehr, sehr viele Vorteile, und das ist auch der Grund, warum ich mit meinem großen Depot auch bei MaxBlue, also der Deutschen Bank, bin. Und ich bin auch zufrieden, selbst wenn ich mehr für die jeweiligen Käufe und Verkäufe bezahlen muss, das sind dann 8,90 Euro bei einem Volumen von 1.000 bis, ich glaube, 2.500 Euro, danach wird es dann auch ein bisschen teurer, aber ich bin da jetzt seit 7 Jahren und mir konnte auch immer geholfen werden, wenn ich jetzt eine Frage hatte. Das gleiche gilt für Comdirect auch, da habe ich ja auch ein Depot, und das sind so Dinge, wo man dann immer drauf achten muss, weil bei den Neo-Brokern ist das tatsächlich der große Nachteil, dass da keine Telefonberatung stattfindet. Und da kommt es immer darauf an, wie fit bin ich beim Umgang mit den Handelsplattformen, weiß ich dann eben auch so Geschichten wie mit der Abgeltungssteuer, weiß ich da auch Bescheid. Und ja, das ist wichtig. Ich gebe dir einfach nochmal den Tipp, schau mal beim Forbes Advisor vorbei. Ich finde die Tests wirklich ansprechend und da kann man auch eine ganze Menge mitnehmen. So, damit bin ich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge gibt es mit einem komplett anderen Thema in 2 Wochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sage ciao.